Aber das stimmt doch jetzt wieder von... Ach, komm. Ach, ja, wie soll ich das denn jetzt machen hier? So, braun, türkis, gelb, orange. Rosa, grau, hellblau. Grün. Ja, hellgrün sogar. So, das soll eine Dreierhöhe werden. Ja, dann muss ich hier Fußboden hinlegen. Ich mache den einfach mal hier so hin. So und so. Okay. Wieder hoch. Hast du alles gefunden, was du? Ja, ich habe alles. Brauchtest? Mhm. So, dann kommt nämlich hier eine Wand hin. Ja, ich will immer auf die verkehrte Taste drücken. Kommt schon vor. Das ist, wenn man die Spiele wechselt, dann kommt man schon ein bisschen durcheinander. Ja. Beziehungsweise, wenn man das eine Spiel oder mindestens eines dann auch sehr intensiv spielt. Was ich mit Subnautica gerade mache. Ja. Hat auch lange gedauert, bis ich mal angefangen habe. Weil? Vorher keine Zeit oder? Genau. Kein Interesse dran? Nö, Interesse schon, aber keine Zeit eben. Ich habe mir das schon vor längerer Zeit gekauft, hab's dann mal ein bisschen ausprobiert und hat mir auch ganz gut gefallen. Aber so richtig ernsthaft kam ich eben dann nicht dazu. Aber das ist jetzt eben aktuell schon der Fall. Und das darf es jetzt aber auch. Guck, kann das sein, dass das Teleportieren Nahrung kostet? Das ja. Nahrung, dass du da Hunger kriegst dann? Genau. Ja, das kann sein, also, weiß ich jetzt nicht, aber ja, es kann sein. Wo habe ich denn das Bett hier? Ist gleich schon wieder Nacht? Ja. Bist du noch im Lager? Ja. Ja, also kannst du dich im Lager ja auch dann hinlegen. Ja, jetzt habe ich das Bett hier auch gefunden. Mhm. Zack, Teppich. So, dann muss ich hier das da schon eine Stufe höher machen. Das ist doch dann aber auch verkehrt hier. Ja, das da ist auf jeden Fall verkehrt hier. So, ich liege schon. Ja, Moment, ich auch gleich. So, jetzt. So, dann gehe ich doch hier raus, ja, genau. Ich muss das Dach sowieso nochmal zur Hälfte abreißen, oder mindestens zur Hälfte. Oh. So, Wolle. Naja, es ist hier ein bisschen chaotisch, dann wird es jetzt auch chaotisch weitergehen. Ist solange du den Überblick nicht verlierst. Ja, den habe ich verloren. Deswegen ist es ja auch chaotisch. So, aber das hier sieht gut aus hier. Kann ich da mal die Decke zumachen? Dann mache ich die Leiter hier auch mal weg. So. Jetzt brauche ich nochmal Holz. Ah ne, das war das Verkehrte. Ja gut, dann bleibst du da eben. So, ist der Raum 3 hoch. Ja, doch, das passt doch hier.
Ich habe mein zu kleines Inventar. Da kommen die weg. Okay, dann versuche ich es mal hier. Dann mache ich mal hier weiter. Da ist man ja noch. Was denn? Von außen sieht man Bücher, weil ich ja so eine Bücherstufe gesetzt habe. Und von außen siehst du dann halt die Bücher. Ist das dann schlimm? Nein, nein, war gewollt. Ah ja, okay. Indirekt gewollt. So, mir fehlt Papier. Was habe ich da noch irgendwo hier gefunden? Ach, wie soll ich denn jetzt hier machen? Ich muss ja nochmal eine Decke. Ich ziehe jetzt hier mal eine Decke ein. Die ist dann aber hier eins höher. Und das ist aber niedriger hier. Ja, nicht immer einfach. Ja. So, da, da, da. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann hier ausgeht. Ach, da noch. Okay. Ja, das hier sieht von hier unten jetzt eigentlich auch ganz gut aus. Okay. Und auf der Seite kann ich jetzt hier mal weitermachen. Mal schauen, wie das dann oben ist. Nee, aber das... Ach doch, ja. Nee, auch nicht. Das muss ja wieder höher sein. Ach, kein Holz mehr. Na so. So, wo finde ich denn jetzt hier Bambus oder Papier? Über der Materialkiste. Da habe ich eine eigene Bücherkiste und da habe ich das drin. Ah ja. Nee, dann muss das doch so hier sein. Das sieht noch gut aus hier. Und hier ist es eben etwas komisch. Die Frage ist nur, wie das denn oben aussieht. Heißt 15. Ja, Mann, das ist ja ein Abenteuer hier. Kann ich hier mal ein Fenster reinsetzen? Oh ja, doch hier. Und auch da. Oh, ich habe heute noch mal eine Folge gesehen, was man in Minecraft noch mal verändern könnte. Und die hatten eine Obsidian. Stufe hätte ich fast gesagt. Wie nennt sich das hier? Treppe. Steindruckplatte aus Obsidian. Also eine Obsidian-Druckplatte. Ah ja. Mhm. Und zwar hatte die den Vorteil, wenn Tiere oder Mobs drauflaufen, passiert nichts. Erst wenn ein Spieler drauf geht. Ja. Na, also das wäre dann ideal, auch wenn sie es mal ändern könnten, dass du die Platten einstellen kannst. Dass dann zum Beispiel, wenn du die draußen hast, du reinlaufen kannst, aber kein Mob rein kann. Ja, das wäre sehr nützlich, aber ja, doch, gerade bei sowas, deswegen macht man sowas ja auch hin. Aber wie ist das, wenn da ein Dorfbewohner draufläuft? Dann müsste die auch nicht aufgehen. Also die haben jetzt das jetzt nur gezeigt mit, was weiß ich, Kühe, die sie draufgesetzt haben. Mhm. Und die gingen halt nicht auf. Aber das ist halt, ne, wenn du jetzt einstellen könntest, dass du sich per Rechtsklick sagen kannst, hier nur für Spieler oder so, wäre das schon recht praktisch. Dann kannst du draußen welche hinsetzen. Ja. Und musst du die Angst haben, dass dann mal einer von den Mobs oder so mit durchläuft. Ja. Ja, 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 stimmt.
Okay, also von außen hier sieht das ganz gut aus. Aber wo hatten Sie die denn her? War das so eine Mod oder? Genau, ist eine Mod. Und war da noch mehr in der Mod mit drin? Also vermutlich, aber. Ja. Er hat jetzt nur ein paar Sachen vorgestellt. Das war jetzt das, was mir so am meisten hängen geblieben ist. Weil ich überlegt habe, da sie ja die Steindruckplatten hier, glaube ich, auch mit. Haben sie die auch in verschiedenen Mustern gemacht? Ich glaube, ne? Steindruck. Also jetzt die Holzdruckplatte. Es oder gibt haben sie ja auch aus Stein welche. Ja, genau. Die habe ich ja jetzt hier auch verwendet. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Die hölzernen aus verschiedenen Holzarten. Aus Holzarten. Ja, nee, gibt's nicht. Die sind immer nur so, als wären sie aus Eichenholz. Und sehen damit alle gleich aus. Egal, aus welchem Holz du sie machst. Ja, schade. Ja, das stimmt. So, jetzt habe ich wieder keinen. Ich muss jetzt einfach mal irgendwie eine Tür reinmachen. Okay, da haben wir noch. Nein, das war der falsche Knopf. Ja, ich bin da so fixiert noch auf Subnautica. So, da hinten endet das Gebäude. Okay. Dann soll jetzt hier noch. Die können weg. Nee, aber das sieht doch da oben anders aus. Ja, genau. Oben gibt's das nicht. Mhm. Genau, da sind die Holzränder unten nicht da. Sieht man von innen nicht. Das sind nur außen. Ja, dann könnte ich doch aber jetzt mal hier. Nee, das will ich ja auf einer Höhe lassen. Da ist der Kessel. Aber das hier ist ja schon das zweite Stockwerk hier. Nein, das ist wieder. Oh. Setze ich da auch sowas hin? So, das hier. Und das hier noch drauf. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus hier so. Haben wir hier eine weitere Wohnung. Ich brauche Birkenholz. Ich hole mir mal Birkenholz aus dem Lager, denn ich habe bestimmt keins mehr da. Ich dachte mir, das wird ja nur was ganz Einfaches. Ja. Schnell gemacht. Ja. Dachte ich mir. Ja, das ist es aber ganz und gar nicht. So, und dann? Ja, das wäre es in der Tat, wenn das Ganze eben wäre, wenn alles auf einer Ebene wäre. Aber das ist es ja nicht. Es wird schon wieder Nacht. Ich liege. Ich auch gleich. Ja. Hast du Glowstones Essenzen? Ja, habe ich. Okay. Wahrscheinlich nicht viele. Die sind rechts hinten, links hinten. Ja, war ich jetzt gerade ein bisschen lost und verburzelt. Ach so, du meinst Essenzen. Ach so, ja, hab ich. Ah, da oben, ja, so sieht das gut aus, ja. Ja, das will ich jetzt einfach da weitermachen.
Denn da soll ja noch ein zweites Stockwerk drauf. Okay. Halt, Wolle. So, okay. Das ist aber noch eins tiefer hier. Das heißt, hier kommt noch mal eine Mauer hin. Mhm. Okay, rot hast du auch nicht, ne? Oder hast du gerade rot bei dir? Was für ein Rot? Roten Farbstoff? Ja. Nein, Farbstoff habe ich nicht hier. Gut. Ich laufe. Da musst du auch wieder zum Färberhaus. Na, jetzt muss ich wieder springen hier. Aber ja. Ein TNT-Baum. Ja, der ist aber noch nicht fertig, oder? Nee. Das soll eigentlich ein Pilz sein. Stimmt, den kann ich ja auch mal fertig bauen. Vielleicht mal eine kleine Leinwand schreiben oder kleine Zettel schreiben, was du noch alle machen möchtest. Ja, hab ich. Aber da steht der Baum oder vielmehr Pilz gerade nicht drauf. Was mich eigentlich wundert, warum steht der da nicht drauf? Das kann ich dir nicht sagen. Ach komm, ich kann dir mal eine Pause vertragen. Ich gehe jetzt mal weg und mach mal den Pilz, wenn ich das Material dafür habe. Ja, das ist gut. Zwischendurch einfach mal eine Pause machen, das ist nicht verkehrt. Einfach mal was anderes machen. So, so, so. Ach, ein bisschen Bauerde kann ich da lassen. So. Okay, das heißt, ich muss jetzt mal... Sag Bescheid, wenn du fertig bist, ich komme mit Flint und Steel vorbei. Ich muss mal ins Lager und schauen, was ich denn da so... Wie baut man TNT nochmal? Ja, mit Sand und mit Schwarzpulver. Schwarzpulver, ja genau. Sand und Schwarzpulver. Ich glaube, mehr Schwarzpulver als Sand oder andersrum? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss mal schauen, wie viele ich eigentlich noch brauche. Da sollen ja zwei hin. Ach so, ja, hier fehlen definitiv noch einige. Mhm. Ist denn der andere auch schon angefangen? Ah ja, da hinten, genau, da steht der Stängel schon. Genau, also 11. Rein rechnerisch brauchst du für den ersten noch, ne? 9. Ach, da fehlen noch zwei, ja, okay. Und hier noch zwei. So, ja. Geh mal eben schnell in die Küche und punch mir das mal zusammen. So, TNT, das gebe ich mal hier ein.